Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Liebe Hörerinnen und Hörer, in Zürich lebt eine Frau, Emma Arnold-Segesser. Sie stammt von St. Gallen. Die ist bei dem Schiffsuntergang dabei gewesen. Wir haben sie zu uns ins Studio gebeten, damit sie uns am Mikrofon einiges davon erzählt. Also Frau Arnold, jetzt entschuldigen Sie mal die Frage zuerst. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, mit der Titanic nach Amerika zu fahren? Ich bin bei einer Herrschaft angestellt gewesen, in Paris. Und die sind alle ja dreimal nach Amerika gegangen. Pardon, Sie sagen da Herrschaft in Paris. Ist das ein Geschäftsmann gewesen? Ja, sehr ein Bekannter sogar. Nämlich wer? Der Herr Guggenheim, der Kupferkönig von New York. Sie haben sich sicher gefreut, wo Sie die Aussicht hatten. Ja, sehr sogar, ich mich gefreut. Eben, ja, nach ja. Amerika. Ja, ja. Und dann mit dem wunderschönen neuen Dampfer. Ja. Haben Sie irgendwie Angst gehabt, oder? Nein, Angst nicht gerade. Aber es war eine Dame bei der, eine Freundin bei der Madame gewesen. Und dann hat Madame unter anderem auch so einen Schirm gezeigt. Ja. Plötzlich ruft sie um Gottes Willen ihn nicht, was machst du da? Es passiert euch ein Unglück und ist ganz weiss geworden. Und kurz darauf ist sie dann gegangen und hat gesagt zu mir unter der Tür, ich soll ja Acht geben, Madame, es passiert ja ganz sicher ein Unglück. Wie ist das verstanden? Das ist, die Dame war abergläubisch gewesen? Ich weiß halt nicht. Wahrscheinlich. Offenbar ein Sonnenschirm. Das ist so ein Sarg. Nicht dürfen ein Sonnenschirm im Zimmer innen aufmachen, ja, sonst passiert das nicht. Wahrscheinlich. Das ist so gewesen. Das ist allerdings eigentümlich. Aber ja, wir wollen jetzt deswegen nicht abergläubisch werden. Sind Sie es geworden? Nein, gar nicht. Nein, absolut nicht. Noch eins. Wie viele Personen sind Sie gewesen? Fünf Personen. Nämlich? Madame, der Herr, der Sekretär, der Chauffeur und meine Wenigkeit. Und Sie. Und wie sind Sie gereist? Erste Klasse. Erste Klasse, nein. No. Versteht sich von mir selber natürlich. Kupferkönig. Reist natürlich nur erste Klasse. Ich glaube, wenn ich nicht erste Klasse gefahren wäre, wäre ich heute nicht mehr am Mikrofon. Warum? Die werden erst zuletzt gerettet. Die, die in der unteren Klasse sind. Ja, so, natürlich. Ja. Jetzt sagen Sie mir, Frau Arnold, wie war die Fahrt bis zu dem vierten Tag, bis zum Tag der Katastrophe? Die Fahrt war sehr schön gewesen. Nur bin ich sehr krank geworden und dann habe ich eben nicht viel davon. Ja. Ist das Wetter gut gewesen? Das Wetter war sehr gut gewesen, gar nicht stürmisch. Nein. So ruhig. April? Ja, April ist immer ist sehr kalt sogar. Ah, sehr kalt? Ja, sehr kalt. Wo sind Sie gewesen, am Abend? Ich bin im Zimmer gewesen. Im Bett? Im Bett. Aha. Madame hat gelesen und ich bin dann eingeschlafen. Ja. Aha, und das ist interessant. Und nun sind Sie geweckt worden, oder wie ist das gewesen? Ja, ja. Es ist zuerst ein starker Stoß, haben wir verspürt. Aha. Und dann ist Madame geschaut und kommt wieder rum und sagt, sie haben nichts gesehen. Und sie ist wieder ins Bett und ich bin auch eingeschlafen und dann auf einmal hat es nochmal so einen Schock gegeben. Und dann bin ich aufgestanden und geschaut aufs Deck. Und dann habe ich eine Tischnachbarin getroffen und die sagt mir, wir sind auf einen Eisberg gestoßen. Aber ich habe nicht gewusst, was das bedeutet. Ich habe noch nie gelesen vom Eisberg. Wieder noch einen gesehen. Und dann bin ich ganz vorne. Neugierd hat mich vorne getrieben und habe tatsächlich so einen Eisberg gesehen. Ganz in greifbarer Nähe. Ach ja. Ja, und nun sind Matrosen gekommen und haben ihnen eine Schwimmweste gegeben? Nein, ich bin zurück ins Zimmer. Ich habe es der Madame gesagt, aber sie hat auch nicht gewusst. Ja, keine Angst gehabt, deswegen. Sie hat nicht gewusst, was das ist. So wenig wie ich. Ja. Ich bin nicht eingeschlafen und Madame auch mal ins Licht gelöscht. Auf einmal kommt der Stuart und klopft an die Tür und sagt, wir sollen das Geld nehmen und Bischof hat die Rettungsgürtel oben runtergeholt und hat gesagt, wir sollen pressieren. Wir haben uns dann schnell angekleidet und sind zu den Herren gegangen. Sie haben nämlich auf einer anderen Seite haben sie Zimmer gehabt. Und die haben nicht wollen glauben, dass es gefährlich ist. Mhm. Der Sekretär hat mich ausgelacht und hat gesagt, ach was, Eisberge. Das ist schon ein Eisberg. Und dann, währenddem sie
sich angelegt haben, haben wir noch die Zimmerflucht von Mr. Arthur angeschaut. Von dem Milliardär, ganz ja. Richtig, ja. Und die Türen sind alle offen gestanden. Die Passagiere sind verschwunden gewesen. Und dann habe ich schon gedacht, das ist mir so geheimnisvoll vorkommt, dass niemand mehr rum ist. Und die Leute sind auch in den Gängen rumgesprungen mit den Schwimmbetten. Und dann sind sie endlich parat gewesen. Und als wir sind oben angekommen, hat man uns getrennt. Die Herren auf einer Seite? Ja, wir sind dann... Wir haben dann zugeschaut, wie man das Schiff oben runterlässt. Und die Madame hat halt nicht kommen. Sie hat immer gemeint, der Herr komme ich noch. Ja. Ja, und haben Sie das schon alles für letzte Not aufgefasst? Nein. Man hat uns gesagt, das Schiff werde repariert. Aha, Sie müssen jetzt mal ausbuddeln? Ja. Aha, das hat man offenbar gesagt, um Sie zu beruhigen. Ja, es ist keine Panik unter den Leuten. Die Leute waren ziemlich ruhig. Hat niemand gemerkt, dass etwas passiert. Ja, und dann ist also die Madame ist mit Ihnen eingestiegen in das Ruderboot? Ja. Man hat sie runtergelassen? Ja, Sie hat nicht runtergelassen. Ein Offizier hat ihr einen Stupf gegeben, dann hat sie den Fuß verstaucht. Na, bei der Ja. Und dann sind wir runtergekommen. Dann hat es ziemlich Wellen gegeben vom grossen Schiff. Die Matrosen haben dann müssen passieren, dass wir sind vom Schiff weggekommen. Aha, dann das ist offenbar eine neue Gefahr gewesen, dass wenn das Schiff gesunken ist, dass dann die Saugkraft wahrscheinlich das Schiff in den Strudel hineingerissen hat. Ja, natürlich. Dann wäre das Schiff halt untergegangen. Ja, natürlich, klar. Nun also natürlich, wo Sie draußen sind, im Rettungsboot auf dem Meer raus, da haben Sie natürlich die Situation erkannt. Da haben wir gesehen, dass das Schiff ganz schräg stoppt. Nun sind Sie also die ganze Nacht in dem Rettungsboot drin gewesen, oder? Ja. Und da um einen Anker gerudert? Ja. Ohne, dass man gewusst hat, wohin. Natürlich. Es war so kalt, die Matrosen konnten nicht mehr rudern. Dann ist man die ganze Nacht ganz ruhig im Schiff gewesen. Die einen haben gekühlt, die anderen haben gebettet. Und mir war es so schlecht, dass ich die ganze Nacht mehr erbrechen musste. Begrifflich. Sagen Sie mal, sind Sie angezogen gewesen? Nein, ich habe nur das Nachthemd angehört, den Mantel. Ach, schafft man. Und schon die Strümpfe, das ist alles. Ja. Und wenn man die Reisedecke nicht hatte, wäre man sicher verfahren. Ja. Ich bin noch die Reisedecke holen auf dem Deck. Das ist sicher noch vielleicht der eine oder andere sogar erfroren in der Rettungsboot. Ja, wir haben zwei verfroren gehabt. Ja, selbst. Und andere wieder. Vorne Füße, vorne Hände. Ja, Sie könnten sicher natürlich auch erzählen, wie das furchtbar war, wo das Schiff dann plötzlich untergegangen ist. Ja. Aber es ist ja so grauenhaft. Wir werden nicht so lange bei diesen entsetzlichen Bildern verweilen. Ja. Sondern wir werden jetzt mal annehmen, die Nacht sich also verweilen. Und in der Ferne kommt das rettende Schiff, Carpathia. Ja. Wie ist das nun weiter vor sich gegangen? Ja, wir sind einfach gegen das Schiff gefahren. Das Schiff ist eigentlich auf uns zugefahren. Ja. Wo wir das Licht gesehen haben, haben die Matrosen wieder angefangen zu rudern. Und dann ist alles große Schiff auf uns zugekommen. Ja. Ja, und dann hat man sie da aufgezogen, oder? Ja, an einem Strick. Aha. Das wird auch nicht leicht gewesen, ja? Nein, es war sehr schwer gewesen. Mir war es so mies gewesen. Als ich in der Hälfte war, mussten sie mich wieder runterlassen. Ich konnte nicht mehr. Entkräftet also? Nein, ja, genau. Und dann hat man mich in den Sack gesteckt. Und dann haben sie mich so aufgezogen. Man hat uns in Wohltücher gewickelt, bis wir haben warm waren. Man hat uns zu trinken gegeben. Und dann... Da hat es wieder Leute gehabt, die gejummert haben und gekühlt. Und jetzt, Frau Arnold, hat sie also Carpathia nach New York gebracht, nicht wahr? Ja. Die Fahrt, die ist dann glatt vonstatten gegangen. Ja, bis zum Abend ist es weitergekommen. Furchtbar Gewitter. Es hat blitzt und donnert wie im Hochsommer. Die Leute sind plötzlich aus der Kabine geschossen, schreckensbleich ins Gefolge, ob das Schiff untergeht. Nein, ja,
so einen Sturm ist das gewesen? Ein furchtbarer Sturm. Also Sie sind kaum mit nacktem Leben bei der Titanic-Katastrophe davongekommen. Schon müssen Sie wieder dem Tod ins Antlitz schauen. Ja. Na, ich danke schon. Es ist furchtbar gewesen. Sie haben etwas ausgehalten. Ja, sicher. Aber schließlich sind Sie also nach New York gekommen, nicht wahr? Ja. Sie werden wahrscheinlich nicht lange dort bleiben sein. Nein, nur 14 Tage. Und dann sind wir wieder nach Europa. Natürlich gratis. Mit der Adriatik. So. Ja, ja. Von der Griechen- ist auch ein sehr schönes Schiff gewesen. Mhm. Jetzt sagen Sie mal eins, Sie sind doch schließlich geschädigt worden durch die ganze Sache. Da hat man da einen Schadenersatz bekommen? Ja, nur die versichert sind. Und die Angestellten. Ich habe 300 Franken bekommen. Aber ich bin schon froh um das, denn ich habe nichts mehr gehabt, als was ich auf dem Leib hatte. Mhm. Aber für den Schreck und für den Nervenschock und für die gesundheitliche Schädigung haben Sie nichts bekommen? Nein, gar nicht. Mhm. Nein. Für einen Schock haben Sie sicher davon getragen. Ja, ja. Ich bin sehr nervös geworden. Ja. Das hat noch lange angedauert. Ja, ja. Die Nacht, wenn ich verwacht bin, habe ich immer gesehen, die Titanic untergeht.